Wenn Menschen mit Demenz krank werden, kann die fremde Klinikwelt sie zusätzlich verwirren. Im evangelischen Krankenhaus Alsterdorf haben wir uns darauf eingestellt. Wir machen Medizin für Menschen mit Demenz. Kommen Sie mit auf unsere Station David. Die Patienten sind wegen einer internistischen Erkrankung bei uns. Und sie haben eine Demenz. Sie vertragen keine Hektik. Bei uns finden sie eine ruhige Atmosphäre, wie hier bei Schwester Svenja. So, geschafft. Wir beide schaffen das. Wir haben einfach mehr Zeit für die Patienten. Wir gehen morgens rein, wecken die Patienten, wenn jemand noch nicht aufstehen möchte oder sich noch nicht waschen lassen möchte. Dann probieren wir es halt später nochmal. Also wir haben mehr Zeit. Und berücksichtigen den Willen des Patienten. Pflegekräfte, Ärzte und Therapeuten sind besonders geschult im Umgang mit verwirrten Menschen. Wenn sie nichts dagegen haben, holen wir die Patienten aus ihren Zimmern in den Aufenthaltsraum. Schon morgens zum Frühstück. Wo möchten Sie ihn setzen? Genau. Jo, kann ich setzen? Ja. Klasse. Für Patienten, die nicht aufstehen können, haben wir einen fahrbaren Liegestuhl. Eins, zwei, drei. Warte, warte, die Füße. Warte, ich kann sie jetzt nicht schieben. Essen, trinken, am Tagesablauf teilnehmen. Das alles ist einfacher im Pflegeliegestuhl als im Bett. Guten Morgen. Morgen. Gut geschlafen alle zusammen? Ja. Bei den Mahlzeiten bekommen alle die erforderliche Hilfe. Aber natürlich sind die Patienten bei uns, weil sie krank sind und wir sie untersuchen und behandeln. Ja. Na, geht das noch? Ja. Haben Sie denn schon Ihre Tabletten genommen? Ja, ja. Sind Sie schon ein bisschen aus der Puste, kann das sein? Die Untersuchungen und Behandlungen finden möglichst im Zimmer der Patienten statt, denn das ist ihnen einigermaßen vertraut. Haben sie Schwierigkeiten, ihre Medikamente einzunehmen, geben wir die zum Beispiel mit einem Löffel Joghurt. Ja, ich habe geschwollene Beine gehabt. Aber das sind ein, zwei Tage und dann ist das wieder weggegangen. Dann war alles wieder in Ordnung. Die sind immer noch geschwollen. Haben Sie sich mal Ihre Beine angeguckt? Wollen wir die zusammen noch mal angucken? Gucken Sie mal. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Die sind doch gewickelt. Ja, und darunter sind sie ziemlich dick. Nee, das versteht nicht. Da habe ich doch noch nie was mit gehabt. Immer wieder erklären wir den Patienten, welche Untersuchungen und Behandlungen anstehen und warum sie überhaupt bei uns in der Klinik sind. Nee, ich fühle mich auch nicht krank. Das finde ich auch sehr gut. Wir steigen sozusagen auf den fahrenden Zug auf. Wir validieren mit den Patienten. Also wir sagen nicht, nee, das stimmt nicht. Wir spielen die Rolle so ein bisschen mit. Wir belügen die Patienten nicht, aber wir sagen auch nicht, dass sie Unrecht haben oder dass sie falsch liegen. Zum Team auf der Station David gehören Fachleute mit ganz unterschiedlichen Berufen. Unsere Logopädin zum Beispiel versucht hier gerade herauszufinden, warum sich der Patient so oft verschluckt. Geht das ganz gut, ne? Ja. Klasse. Und nochmal kräftig runterschlucken. Kopf geht wieder ein bisschen nach vorne, super. Sie machen das klasse. Weil wir im Team arbeiten, ist wichtig, dass alle über die Patienten Bescheid wissen. Die Logopädin hält in der Krankenakte fest, was der Patient problemlos schlucken kann. Wenn er wach ist, wenn er gut vigilant ist. Und zum Mittag hin würde ich dann aber doch eher weichere Kost, so dass er wirklich kein Reis, kein Mais, kein faseriges Fleisch. Alles, was die Station David ist übersichtlich. Menschen mit Demenz sind unruhig und ständig unterwegs. Das ist hier kein Problem. Sie laufen herum, verirren sich aber nicht. Und niemand kann die Station unbemerkt verlassen. Gucken Sie mal, okay. Gibt gleich Mittagessen. Können Sie sich schon in den Tagesraum setzen? Ja, ist gut. Guten Tag. Ich bin Dr. Poppele. Hm. Tut denn der Bauch noch weh? Hm. Sind die Schmerzen weg? Ja. Ach, das ist ja gut. Menschen mit Demenz vergessen leicht, wo sie sind. Das macht Angst.
Deshalb bleiben unsere Patienten auf der überschaubaren Station. Mit einem fahrbaren Ultraschallgerät untersucht Chefarzt Dr. Poppele den alten Herrn in seinem Zimmer. Dadurch muss er den Raum nicht verlassen. Er wird nicht durch andere Geräusche, durch andere Räume verunsichert, muss dort nicht warten, sondern er ist in seinem Bereich, entweder in seinem Zimmer oder in seinem Bett. Brauchen wir ein Röntgenbild, sorgen wir dafür, dass unsere Patienten nicht lange warten müssen. Okay, und jetzt bitte ganz vorsichtig schlucken. In unserer Klinik sind alle Abteilungen auf Menschen mit Demenz vorbereitet. Über den Tag verteilt machen wir verschiedene Angebote, um unsere Patienten anzuregen. So ist einmal in der Woche die Musiktherapeutin auf der Station. Die Patienten bleiben so lange wie nötig und so kurz wie möglich auf der Station David, damit sie schnell wieder in ihr vertrautes Umfeld zurückkehren können. Unsere Sozialarbeiterin klärt hier im Wohnzimmer der Station, wer sich im Anschluss an den Krankenhausaufenthalt um die Patienten kümmert und welche Unterstützung sie brauchen. Aber es ist immer mal ein Pflegedienst da. Mhm. Wissen Sie zufällig, wer da kommt, wie der heißt? Das Mädchen mal zwischendurch, die kann ja. Das besprechen wir auch noch mit den Angehörigen und Betreuern. Wir kümmern uns um unsere alten, verwirrten Patienten. Schließlich arbeiten wir in einem demenzsensiblen Krankenhaus.